Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns hier am Rechner. Können wir von hier aus interagieren? Nein, schade. Wir gucken uns das persönliche Tagebuch weiter an, währenddessen im Hintergrund geschossen wird. 9. Januar, da sind wir stehen geblieben. Heute hätte mir so eine verdammte Maulwurfsratte beinahe ein Bein abgenagt. Ich war gerade dabei, einen Bodensensor zu verlegen und muss wohl zu nahe an ihren Bau gekommen sein. Eines dieser kleinen Mistviecher hat mich ein paar Male gebissen, bevor ich das verdammte Ding abschütteln konnte. Vielleicht hat Jeff ja recht. Vielleicht bin ich eine sture Idiotin, weil ich hier draußen ganz alleine lebe und versuche, dieses Projekt ohne fremde Hilfe durchzuziehen. Aber es gibt meinem Leben wenigstens etwas Bedeutung. Klar hoffe ich, dass meine Arbeit wichtig ist und wir ein Mittel gegen die Verbrannten finden können. Aber um ehrlich zu sein, mache ich sie aus einem anderen Grund. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler. Ich mache sie, weil ich beim Anblick von all dem Tod, dem Verfall und der Zerstörung hier draußen eine Antwort parat haben muss, wenn sich die unausweichliche Frage aufdrängt, welchen Sinn hat es noch, weiterzumachen? 23. Februar. Ich habe mir letzte Woche den Arsch aufgerissen, um den Datensammelvorgang so gut wie möglich zu automatisieren. Schien mir angesichts der letzten Vorfälle keine schlechte Idee zu sein. Nach diesem Maulwurfsrattenbiss wurde ich krank. Richtig krank. Ich kam nicht mehr aus dem Bett. Ich dachte schon, das war's jetzt. Jeff war allerdings gerade auf einer Mission, um Pflanzen zu sammeln und hat bei mir vorbeigeschaut, da er schon lange nichts mehr von mir gehört hatte. Gott sei Dank. Ich fühle mich schuldig, während ich das hier schreibe, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Jeff mehr an mir interessiert ist, als ich an ihm. Das hat sich an diesem Tag geändert. Ich glaube, mir ist da zum ersten Mal aufgefallen, wie mitfühlend er wirklich ist. Oh, beschädigtes Holoband hinzugefügt. Als Quartiermeister der Responder sorgt er Tag und Nacht dafür, dass alle haben, was sie brauchen. Er kümmert sich um sie. Das ist doch nobel. 4. März. Es macht mich so wütend, dass die Bruderschaft ständig aufkreuzt und neue Vorräte verlangt. Sie haben keine Ahnung, wie viel Jeff und die anderen opfern müssen, nur um das Nötigste aufzutreiben. Bei den Missionen sterben regelmäßig Leute. Jeff hat mir erzählt, dass sich jemand im Responder-Hauptquartier verplappert und bei einem der letzten Bruderschaftsbesuche mein Umweltüberwachungsprogramm erwähnt hat. Maria merkte es gleich und versuchte die Sache herunterzuspielen, aber Jeff meint, der Kerl sei ernsthaft interessiert gewesen. Vorerst ist zwar nichts passiert, aber der Typ meinte wohl, sie würden beim nächsten Mal alles darüber erfahren wollen. Es musste ja früher oder später so kommen. 12. März. Ich habe gerade erfahren, dass die Bruderschaft dem Responder-Hauptquartier schon wieder einen Besuch abgestattet hat. Nur, dass sie dieses Mal keine Vorräte und keine Munition wollten, sondern Einzelheiten über mein Projekt. Genau genommen haben sie verlangt, mit vorgehaltener Waffe. Laut Jeff gab Maria ihnen, was sie ohnehin schon von mir hatten. Aber als sie wissen wollten, wo ich lebe, hat sie sich dumm gestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht so sehr an den Daten interessiert sind, sondern an der Technologie dahinter. Vielleicht glauben sie, dass sie mein Sonderdesign in eine Art Warnsystem oder Waffe umbauen könnten. Keine Chance, dass ich ihnen auch nur irgendetwas gebe. So wie sie mit Jeff und den anderen bisher umgesprungen sind. Hoffentlich sind sie zu beschäftigt mit ihrem Krieg gegen die Brandbestien, um nach mir zu suchen. Jeff wirkt allerdings sehr besorgt. Er glaubt, die Soldaten der Bruderschaft würden alles tun, um ihren Kampf zu gewinnen. Vielleicht sollte ich mir langsam einen Notfallplan zurechtlegen. 16. April. Heute Morgen habe ich wieder diese Powerrüstung durch die Gegend stampfen gehört. Dieses Mal waren sie nicht mehr weit, vielleicht noch einen Kilometer entfernt. Ich kann nicht hierbleiben. Diese Spielzeugsoldaten werden meinen Wohnwagen über kurz oder lang finden. Es wird Zeit, dass ich Jeffs Rat beherzige und hier verschwinde. Ich kann mein Terminal schlecht durch den Wald schleifen, daher werde ich mein Überwachungsprogramm sperren. Ich habe Jeff eine Holoband-Nachricht aufgenommen, damit er weiß, wo er mich finden kann, und sie so versteckt, dass sie diese riesigen Powerrüstungen sie nicht bemerken. Hoffe ich. Außerdem habe ich Sender aufgestellt, damit tragbare Geräte mit einem Terminal kommunizieren können. Die sollten es mit erlauben, meine Arbeit aus der Ferne fortzusetzen. Ich werde diesen Ort vermissen. Er ist nicht viel, aber er ist mein Zuhause. Nachrichten. Abends ausgehen. Wo fängt man an? Hier unten? Keine Ahnung. Gute Idee. Abends ausgehen. Von mir aus gerne in die Cowspots.
Cranberry. Ich finde es perfekt, zum Einjährigen dorthin zu gehen, wo wir unsere erste Verabredung hatten. Ah, jetzt kommt es drauf an, den Ort zu finden. Ich sage Maria Bescheid, sobald sie wieder da ist. In der Zwischenzeit versuche ich, ein romantisches Abendessen auf die Beine zu stellen. Oh, und bringe eine Waffe mit. Ich habe einen Bericht gesehen, laut dem sich dort ein paar Wilde rumtreiben sollen. Lieber kein Risiko eingehen. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen, Jeff. Die Cowboy Spots Creamery. Cowboy Spots Creamery. Okay. Sei vorsichtig. Die Bruderschaft hat uns heute einen Besuch abgestattet. Irgendwie haben sie wohl Wind von deinem Projekt und den möglichen Umwelteinflüssen der Verbrannten gekriegt. Sie haben verlangt, dass wir ihnen alles übergeben, was wir zu dem Thema haben. Aber Maria ist hartnäckig geblieben. Wenn sie herausfinden, wo du lebst, klopfen sie vielleicht bald an deine Tür. Du solltest ein paar Tage untertauchen. Sag mir aber Bescheid, dann treffen wir uns. Es ist zu lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Jeff. Den Respondern beitreten. Wollte mich nur dafür entschuldigen, dass wir dich so überfallen haben, als du Jeff besucht hast. Falls es so ausgesehen hat, als ob wir dich überreden wollten, uns beizutreten. Naja, ehrlich gesagt wollten wir das auch. Wir suchen ziemlich verzweifelt nach jemandem, der deinen Hintergrund in Umweltforschung hat. Aber ich respektiere auch, dass du gerne unabhängig bleiben möchtest. Wir würden uns allerdings sehr freuen, unseren beidseitig gute Zusammenarbeit zu deinem Umweltüberwachungsprojekt fortzusetzen. Ich kümmere mich hier darum, dass die vereinbarten Vorräte und alle hilfreichen Daten, auf die wir stoßen, an dich weitergeleitet werden, um deine Forschung zu unterstützen. Maria. Ich vermisse dich. Wollte dir nur sagen, dass ich dich gerade schlimm vermisse. Mir ist noch nie wirklich aufgefallen, wie groß mein Bett ist, bis du nicht mehr drin lagst. Hoffe, du denkst noch an mich. Ich weiß, wir finden kaum noch Zeit füreinander. Ich wollte nur sicher gehen, dass du mich nicht vergisst. Puh, ich bin aufdringlich, oder? Ich hoffe nicht, Jeff. Verbrannte. Wollte mich nur für die letzte Lieferung Umweltdaten bedanken. Ich habe endlich grünes Licht für das Impfprojekt erhalten, über das wir gesprochen haben, und ich glaube, dass ich sie dafür gut gebrauchen kann. Maria meinte, du hättest unsere Einladung abgelehnt. Schade, aber wir alle respektieren deine Entscheidung. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen, ganz alleine in dieser Hütte zu leben, nicht nachdem ich einige dieser Monster da draußen in den Wäldern gesehen habe. Viel Glück, Claire. Aktualisierte Sonder irgendwas. Was stand da? Sonderdesign. Ich hatte endlich Zeit, ausgiebig das Design deiner Sensormodule zu überprüfen. Sieht gut aus, aber an ein paar Stellen könntest du noch Energie einsparen. Ich denke außerdem, dass du einige Redundanzen einbauen solltest. Die Dinger sollten ja immerhin im Feld verwendet werden, wo sie den Elementen ausgesetzt sind. Lass uns einfach demnächst mal drüber reden, Sanja. Ah, von dem haben wir doch was gefunden. Der war in der Kanalisation unten. Umweltüberwachungsprogramm, Passwort erforderlich. Okay, wir haben Holos. Ich sollte ein paar Sachen mal ablegen, ey. Es fehlt. Ist das vielleicht ein Item? Weil es ja nicht gelesen werden kann, da. Sanjas Bericht. Den haben wir gesehen. Beschädigt Soloband. Banden sind unterwegs. Wir müssen der Orden. Das Riverside-Anwesen ist. Raider kommen näher. Das Riverside-Anwesen. Sollen wir da jetzt dieses hin? Den ganzen Weg zurück oder 14 Kronkorken? New River George Brücke. Okay, was haben wir hier noch zur Verfügung? Hier sind überall Events am Start. Nö, wir haben jetzt nur die zwei Quests, wenn ich richtig sehe, ne? Ja. Na gut. Da ja, weißt du was, wir reisen da schnell hin. Ernsthaft?
Ich habe dafür nicht mehr Erfahrung bekommen. Warum schweben die in der Luft? Ich bekomme nicht mal Erfahrung. Ach, du bist der Gegner, der in der Nähe ist. So, kann ich jetzt schnell reisen? Ups. Wollte nicht, dass ihr mein schönes Sommerkleid seht. So. Ja, nicht. Den gehe ich jetzt ein Stück weiter weg. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen, Jungs. Nicht von euch. So, bin ich jetzt weit genug weg? Ich dachte schon, das Spiel fällt aus. Und wir haben natürlich Hunger. Wir sollten erstmal was essen. So. Indiboy-Äpfel. Gegrillter Red Hirsch. Hundefutter in der Dose. Sehr schön. Jetzt noch ein bisschen Wasser. Und dann sind wir gut. So. Weil ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Lust, wieder zurückzulaufen. Hey, cool. Ich habe einen Kronkorken gespart. Das ist cool. Das mit dem Schnellreisen und Kronkorken finde ich ehrlich gesagt ein bisschen... Meh. Ich bin halt gierig. Bin geizig. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht, Kronkorken auszugeben für so einen Scheiß. Aber naja. Was soll's. So, da sind wir. Was ist der andere Quest, die mir angezeigt hat? Achso. Wir gucken in die Richtung. Jetzt haben wir eine Quest verfolgt und landen bei einer anderen Quest. Typisch Fallout. Amy Carries Leiche. Amys Notiz. Jeff, das Passwort für mein Terminal bei der Tri-Guard Wasseraufbereitungsanlage lautet Babylon. Gib meine Forschungsergebnisse an die Responder weiter, aber sorge dafür, dass sie nicht der verdammten Bruderschaft in die Hände fallen. Nettes Kleid. Willst du mich verarschen? Ich weiß, es ist ziemlich Verschwendung, aber ist mir egal. Das haben die verdient. Die Schweine. Ja, hat sich gelohnt, die umzubringen. Okay, Amy. Danke für das Passwort. Jetzt gehen wir ernsthaft wieder zurück. Ja. Ganz genau. Das gar nicht verschwendete Kronkorken. Wenn ich jetzt nicht mehr als 30 Kronkorken bekomme, dann hat sich das gar nicht gelohnt. Ich bin wieder da. Na toll. Bin ich zu blöd zum Treffen oder so? Ach. Jetzt komme ich da nicht hoch oder was? Was ist das für ein komischer Gulli? Ich wollte eigentlich nur mal durch. Aber gut, dann halt nicht. So, da wären wir also wieder. Da haben wir irgendwie Müll am Start. Wir haben immer Müll am Start. Okay. Zack. Projektübersicht. Zweck. Ermittlung, ob es durch die Brandbestien oder andere verbrannten Kreaturen in der Region zu schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt gekommen ist. Methode. Aufstellen von Umgebungssensoren, die Boden, Wasser und Luftdaten in der Region sammeln und auf Holobändern speichern. Sobald diese voll sind, werden sie eingesammelt und die Daten in das Hauptumweltüberwachungsprogramm geladen. Die Erstellung eines umfassenden und präzisen Umweltmodells dürfte mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Zum Bewältigen der umfangreichen Berechnungen wird ein spezielles Computerprogramm erstellt, das die Daten automatisch sammelt und vergleichen kann. Verbindung zum tragbaren Geräten herstellen. Verbindung hergestellt. Sie erhalten nun Benachrichtigungen, sobald Daten der Umweltsensoren abgerufen werden können.
Ah, cool. Täglich ökologisches Gleichgewicht. Okay. Luftdaten hochladen, Wasserdaten hochladen. Habe ich irgendwas? Ich hatte doch irgendwas, ne? Na gut. Wir wissen allerdings, dass hier direkt um die Ecke Wasser ist. Dann sammeln wir das erstmal ein. Ist das die Maschine gewesen? Ich glaube schon, ne? Ja. Gehen wir da mal hin. Na, guck mal, jetzt haben wir schon mal ein tägliches Ereignis. Wo bekomme ich Luft? Holoband und das Boden. Holoband her. Ach so, das wird mir markiert, okay. So, wo ist der Rest? Muss ich da erst in der Nähe sein? Oh! Ernsthaft? Machen wir erstmal die Quest, oder was? Wird ja noch mehr. Ich würde einfach noch mehr Kronkorken für diese Quest verschwenden, nur um da hinten hinzureisen. Wie teuer wäre das? Moment! Ich kann doch zur Vault 76 reisen und von da aus, ne? Ja, komm, machen wir das. Machen wir Boxenstopp hier. Damit wir nicht so viel zahlen müssen. Und dann reisen wir direkt weiter. Ich will jetzt diese tägliche machen, weil heute werde ich die tägliche nicht mehr schaffen. Wir sind ja jetzt am 23. der vierte Advent. Übrigens, frohen vierten Advent für euch, ne? Und da will ich da nicht so viel in Fallout verbringen wegen Familie und so, ne? Soll ich da jetzt hinlaufen? Hier, drei Kronkorken. Laufen wir hin. Scheiß Gegner. Ach Gott. Können wir noch ein bisschen Holz sammeln? Distel? Welche Farbe hat eine Distel? Also blau und lila können wir ausschließen. Was gab's denn noch? Gab's rot? Ist das ein Pilz? So, ich sehe ehrlich gesagt kein Riesenrad. Soll denn hier ein Riesenrad sein? Das Riesenrad soll anscheinend riesig sein, aber ich sehe es nicht. Kann ja nicht so riesig sein, oder es liegt auf dem Boden. Das kann natürlich auch sein. Nicht sterben. Ah, hier drauf bauen. Genau hier an diese Ecke. Niemand würde mich erreichen. Aber ist ja nicht der Sinn des Ganzen. Sie sollen ja mich erreichen, wenn der Masterplan losgeht. Aber dafür möchte ich erstmal, ich glaube, mit Level 50 versuchen wir es das erste Mal. Falls dann noch jemand da ist, der mich jagen möchte. Weiß nicht, vielleicht haben die Leute dann ja keinen Bock mehr zu jagen. Weil die wissen, dass es irgendwie sinnlos ist. Siehst du? Ob es so wert. So. Gott, ich brauche meine 10 mm. Ernsthaft? Ach, du bist auch. Ach, du bist der Level 10er. So, Level 10er Fusionszelle. Ja, gut, ist okay. Kann ich akzeptieren. Hier finde ich noch keine Luftdaten, ne? Habe ich keinen Schrott? Hätte schwören können, ich habe Schrott. Und die Spitzhacke kann weg. Übelste Radioaktivität, geil. Endlich kann ich mir auch ein Redaway reinziehen, ne? So ein verdünntes. Ah, komm. Hilfsmittel.
nehmen wir zumindest schon mal ein bisschen Radioaktivität. Wie das war's. Dann ziehen wir uns noch eins rein. Ich sehe auch immer noch kein Riesenrad. Es soll doch da sein. Ein Supermutant. War auch nur Level 5er, ne? Scheiß nachladen. Ah, die kämpfen mit den Maschinen. Klopapier? Nein. Ich hoffe, ich kriege richtig Kohle dafür. Das muss sich ja wohl lohnen. Der ist zu dir. Ach, du versteckst dich, ja? Puh. Wieso haben die jedes Mal eine einzige Kronkorke dabei? Ich weiß es nicht. Gibt irgendwie keinen Sinn. So, nächster Ort wäre da hinten. Die ist wahrscheinlich auf den Berg drauf. Hätte eine Maschine sein können. Ich nehme jede Erfahrung mit, die ich kriegen kann. So, das Luftding ins Kirchens. Und dann haben wir die tägliche tatsächlich abgeschlossen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich von hier aus nicht weiterkomme. Ich muss einen Weg nach oben finden. Kacke. Ach man. Könnt ihr die Berge nicht so bauen, dass man irgendwie hochspringen kann? Ich verschwende viel zu leichtsinnig meine Stims, ne? Hätte auch stattdessen essen können oder so. Naja. So. 6 Patronen entfernt, warum auch immer. Luftdaten hinzugefügt. Jetzt müssen wir die Dinge auch noch hochladen. Ich glaub's nicht. Ach ja, wo ist das Riesenrad? Hier ist kein Riesenrad. Wo soll denn ein Riesenrad sein? Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, zum Jahrmarkt möchtest und da ist doch kein Jahrmarkt. Oder du siehst ihn einfach nicht, weil er einfach kacke ist. Also ich tippe darauf, dass das Riesenrad runtergefallen ist. Weil es müsste ja wohl übelst in die Luft tragen, oder? Gibt's hier überhaupt ein Riesenrad? Oder ist das nur Jahrmarkt? Hallo, wir müssten jetzt mittendrin stehen. Das ist das Riesenrad. Sieht aber ein bisschen größer aus. Ja gut, das Krokodil hier sieht auch ziemlich groß aus, aber... Wieso kann ich das doch Riesenrad? Das ist ja alles, aber kein Riesenrad. Dann fahre ich lieber damit, weißt du, weil das genauso hoch ist wie das. Oh, Level 1 mit der Krone. Ernsthaft? Soll das jetzt ein harter Gegner sein? Finde ich ja schon ein bisschen armselig, ne? Medex. Also ich befürchte, dass die Gegner hier nicht wirklich stark sind. Deswegen... Jangles ist auf dem Jahrmarkt abhanden gekommen, finde ihn. Jangles! Suchen wir jetzt einen Jangles oder was? Na komm.
Jengels, der Mondaffe, suchen wir, oder was? Hallo, Level 1er. Ach, du bist jetzt plötzlich Level 6? Seltsam. So, jetzt bin ich mehr in dem Bereich Jengels. Wieso sind hier so viele? Das ist keine Pistole, die ich habe. BTF. Hast du nicht gerade Schaden bekommen? Also, Jengels muss hier irgendwo sein. Ich vermute mal hier drin. Was? Ich betrete ein Eventgebiet? Lightwolf? Nö. Interessiert mich doch nicht. Bin nur hier, um Jengels zu finden. Dann bin ich wieder weg. Oh, Jengels. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Also das Gebiet ist auf jeden Fall nicht so groß. Bist du hier drin, Jengels? Okay, wir sind schon da vorbei. Ach, hier, guck mal. Ja, 200 Erfahrung. Ein paar Kronkorken. Nehme ich. So, wo soll jetzt dieser besagte Leitwolf sein? Töte den Leitwolf des zweiten Rudels. Ah, nee. Ich will nicht die Folge überspannen. Ich muss nämlich das tägliche Event erstmal abschließen und dann ist alles gut. Weil morgen ist ja das tägliche Event dann ja anscheinend nicht mehr da. Und ich will jetzt nicht die Zeit verschwenden. Indem wir das jetzt nicht machen. Bitte lass mich schnell reisen. So, wie viel Kronkorken haben wir jetzt insgesamt ausgegeben? 14 plus 13 sind 27, plus 13 sind 40, plus 3 sind 43. Wir brauchen also mindestens 50 Kronkorken, dass sich der ganze Scheiß auch wirklich lohnt. Ja gut, wir haben eigentlich durch Jengels gerade schon ordentlich Kronkorken bekommen, aber ich will ja von der Quest Kronkorken haben, ne? Also so als wenn dir als wenn dir jemand einen Deal anbietet für 50 Euro, du gibst ihm die 50 Euro, er verschwindet und auf dem Weg dahin, wenn du ihn verfolgst, findest du plötzlich 100 Euro. Das ist ja nicht dein Geld. Nicht das, was du wolltest. Ich meine, du freust dich darüber. Und du willst mehr. So, komm ich hier rein, ja. Huch! Wer stört? Nein, ich ignoriere die da oben. Ah. Sehr schön. Warum kommt hier jetzt so ein kommunistischer Roboter her? Lasst mich doch einfach in Ruhe, Mann. Laden wir schnell alles hoch. Neue Umweltdaten werden Berechnung. Laden Sie Daten hoch, sobald sie verfügbar sind.
Best abgeschlossen, was kriege ich jetzt dafür? Kronkorken. Wir haben 3 Kronkorken Verlust gemacht. Ja gut, dann kümmern wir uns morgen um das fehlende Glied, falls wir da ankommen irgendwann mal. Kann ja sein, dass wir unterwegs noch irgendwas finden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.